Jetzt werde ich mal ein Programm schreiben, in dem die charakteristischen Röntgenlinien visualisiert werden können. Dazu importiere ich zunächst mal ein paar Packages und lese eine Datei ein mit den Übergangsenergien. Was wir machen wollen, ist dann ein Stemplot. Ich zeige gleich, was das ist, um diese relativen Intensitäten darzustellen. Jetzt, was ist ein Stemplot, damit wir mal anfangen? Plotstem. Hier gibt es auch X- und Y-Werte. Also ich mache mal hier einfach nur XY und X ist dann beispielsweise eine Liste. Da steht jetzt 1, 2, 3 machen wir mal. Oder ich mache es mal nicht ganz so, 1,4, 3, 4,7 beispielsweise. Y braucht jetzt auch drei Werte. Und das sollen jetzt 4 Werte. Und das soll jetzt mal sein 10. 30, 7, 45. Und dann mache ich diesen Stemplot hier. Und das, was dabei rauskommt, das heißt, man hat hier solche Linien. So bei 1, bei x1 hat man die Höhe 10, so eine Linie. Bei x2, 1,4, hat man eine Höhe von 30, bei 3 eine Höhe von 7 und bei 4,7x. hat man eine Höhe von 45. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen hier unten die Energie haben, also was hier unten stehen soll. Ich kann das schon mal im Grunde genommen gleich hinschreiben. X-Label soll sein die Energie in nur KeV. Klammer sollte schon drumherum. Und auf die Y-Achse soll die relative Intensität, also Relative Intensity. Also auf die x-Achse soll die Energie hier von den Übergangsenergien und auf die y-Achse soll die Intensität hier in dieser Linie. Also diese Linie hat eine Intensität von 5, die von 100 und so weiter. Und das soll dann entsprechend auf diesen Achsen stehen. Und weil diese Bubble da oben drauf nicht so besonders schön sind, kann man hier auch noch machen, gleich so ein paar Formatierungen. Das nennt sich dann Markerformat. Ist gleich einfach nichts. Gar nichts, einfach leer. Ich glaube, es muss irgendwie leer sein, sonst klappt es nicht. Oder man braucht hier noch ein Base-Format, sonst funktioniert es nicht. Also ein Base-Format und hier gibt es solche C0, C1, so verschiedene Sachen, die kann man dann nachgucken, ist nicht so wichtig. Dann sollte es. Ah, lag gar nicht da dran wahrscheinlich. Ich habe einfach nur einen T vergessen. Ich brauche das wahrscheinlich doch nicht genau. Jetzt hat mir oben auch nicht mehr diese Bobbel drauf. Es kann aber sein, dass man diesen Base-Format, diese Linie da unten wegbekommt oder die auch irgendwie blau wird. Keine Ahnung. Man kann dann das Ganze auch natürlich eine andere Farbe geben, wenn man will. Vielleicht Orange oder sonst irgendwas. Dann sieht das Ganze dann irgendwie so aus. Ich meine, diese Linie da unten bekommt man vermutlich noch am ehesten weg, wenn man natürlich dem Ganzen hier ein gewisse Limits gibt. Also ich mache die Sachen vielleicht mal kurz, weil die also sind von 0 und das x wollen wir mal x max eingeben. Y meine ich x min x max und für Plot Y Lim. Das geht natürlich von immer von 0 bis zu einem Y Max. Und die drei Sachen geben am Anfang auch mal ein als X Min. X Min ist gleich zum Beispiel 0. X Max ist zum Beispiel, sagen wir 20. Das sind die Kiloelektronen Volt. Das sind so typische Anregungsspannungen, die wir haben. Und Y Max, das geht meistens bis 150. Also geben wir hier vielleicht mal 200 an. Und dann sieht das Ganze, würde so aussehen. So, und nun will ich natürlich hier die Werte aus der Tabelle darstellen. Das heißt, auf x die Energie und auf y die Intensität. Also schreibe ich hier hin, x ist gleich dF Energy in KeV und y ist gleich dF und dann nur i für Intensity. Und dann kriege ich hier natürlich die gesamte Tabelle. Das will ich nicht, sondern ich will nur ein Element. Das heißt, ich will ein Selected Element, zum Beispiel Silizium haben.
Und dann nenne ich das Ganze vielleicht hier Element und dann mache ich hier df aus der Spalte Element. Es soll nur ausgewählt werden, was das Selected Element ist. Und dann steht hier IL, das ist ja dann die selektierte Tabelle. Und okay. Ach, da muss ich hier noch den. Das ist jetzt der Filter und jetzt mache ich es mal hier ein bisschen kombinierter. Ah, ich mache es, damit es klar ist. Also Filter, das wäre der Filter und Element ist dann df-Filter. Sonst hätte ich auch das Ganze hier an diese Stelle kopieren können. So. Und jetzt wird hier nur noch Silizium dargestellt. Und das ist natürlich das, was ich hier haben will. Jetzt hätte ich aber weiter noch gerne, also ich kann jetzt mal ein anderes Element nehmen, nochmal Aluminium, mehr Aluminium, nochmal Zirconium, das sieht schon ein bisschen anders aus, denn da gibt es auch höhere Energien, das sind dann hier die K-Linien, hier die L-Linien dann, Uran ganz weit hinten, da kommen dann auch M-Linien dazu, da hat man K, L und M-Linien und so weiter. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich das nicht einfach wissen müsste, sondern wenn auch noch dran stehen würde, welche Linien das sind. Und das geht natürlich, aber da müssen wir uns ein klein bisschen ranarbeiten. Ich mache hier erst noch mal kurz eine Show rein, damit diese eine Zeile da mal weggeht. So, zunächst mal, wie kann man hier überhaupt Text reinbekommen? Einfach durch die Methode Text und dann eine x-Koordinate, zum Beispiel 10, und eine y-Koordinate, zum Beispiel 150, und dann den Text, zum Beispiel Test. Und dann steht hier bei 10, 150, Test. So, und das können wir jetzt natürlich machen für, also x-Koordinaten haben wir ja, nämlich hier, und y-Koordinaten auch. Und wie das hier heißt, das kriegen wir auch raus, indem wir hier bei Line nachgucken. Das heißt, wir können hier noch eine weitere Variable definieren, nennen wir mal Label. Und die ist dann Element, und zwar aus der Spalte eben hier Line. Also mal hier rein Line. Und dann kann ich hier hingehen, kann sagen X, und jetzt ist es ja eine Pandas Series, also kein Data Frame, sondern nur eine Series, also nur eine Spalte. Das heißt, ich kann hier hingehen und mache hier iLog für einen Index und nehme jetzt hier einfach mal 0, also den ersten Wert. Und das gleiche hier für Y, iLocation 0. Und hier hinten brauche ich jetzt nicht mehr Test, sondern Label. Also ich gehe jetzt hier in dieser selektierten Datensatz Element die einzelnen Spalten durch und mache hier auch 0 rein. Und jetzt kann sein, manche von Label muss natürlich auch iLocation sein, sonst wird es nichts. Und wenn jetzt dieser Fehler kommt, dann liegt es daran, dass die Y-Werte nicht immer Werte haben. Wenn man hier oben schaut, in der Y-Spalte, das ist ja die Intensity, dann steht hier manchmal Not a Number. Und bei Not a Number funktioniert es eben nicht, dass hier irgendwas eingezeichnet wird. Und deshalb gibt es diesen Fehler. Das heißt, es braucht einen Test. If. So, und jetzt gibt es einen NumPy-Befehl und der heißt isNaN. Also da wird getestet, ob jetzt der Wert, in dem Fall ist es dann unser also YI, beziehungsweise iLocation I, also 0 wäre das für den Moment, ob das hier eine Nummer ist. Und wenn das false ist, also wenn es hier rauskommt, if NumPy, is not a number. Also wenn das ein NaN ist, dann soll nichts passieren. Wenn es aber, wenn es ein nicht ein, das ist eine doppelte Verneinung, das ist eine einfache Verneinung. Also wenn das Ganze hier ein Number, wenn das hier true rauskommt, dann soll es nicht ausgeführt werden. Wenn hier false rauskommt, dann soll das Ganze hier ausgeführt werden. Ja? Und dann wird es wieder funktionieren. Jetzt im Moment ist es einfach so, dass nichts hingeschrieben wird, weil hier eben rauskommt, dass es NaN ist.
Und dann wird das Ganze hier nicht ausgeführt. Dann können wir das Ganze mal, ich nenne das hier gerade mal i, dann ist es gleich einfacher. Und i ist 10, dann habe ich hier 10 überall. Und dann gucken wir mal, ob bei der 10, beim 10. Wert, scheint auch, okay, das kann es natürlich eine Weile dauern. Sonst lasse ich es mal bleiben, es funktioniert auf jeden Fall. Deshalb machen wir es gleich mal anders. Ich gehe hier durch die gesamte Liste durch. Das heißt, ich mache hier gleich eine Vorschleife rein, wo ich sage for i in, so, und jetzt kommt range length x. Hier könnt ihr auch x oder y oder Label stehen, weil das hier oben x ist diese Liste, diese, die haben alle die gleiche Länge. Und hier mache ich einfach nur ein range für diese Länge und dann wird durch diese durch diese gesamte Liste dieses hier ausgeführt, was ich natürlich nur noch hier einen Doppelpunkt machen muss und hier einrücken und dann muss hier überall ein i stehen. Und dann machen wir es nochmal. Und jetzt steht hier wunderbar überall die Linie dran. Jetzt kann man sich nur noch überlegen, dass die Linie vielleicht direkt darüber stehen sollte. Deshalb gibt es hier drin nach dem Befehl für Horizontal Alignment ist gleich Center. Und dann ist es hier schön im Center. Nur ist es genau auf der Linie drauf. Und deshalb kann man jetzt noch diesen Y-Wert noch so ein kleines bisschen erhöhen, indem man hier hinten noch was dran macht. Vielleicht einfach sowas wie, man könnte jetzt auch diesen iLocation-Wert hier nehmen, beispielsweise, und dann hätte man es verdoppelt. Wenn man es nicht verdoppeln will, sondern nur ein bisschen erhöhen will, kann man hier hinten dazu schreiben 0,05 mal diesen Wert. Dann ist es ein klein bisschen drüber zum Beispiel. Und dann kann man natürlich hier sehen, dass man das ausklammern kann. Wenn man hier zweimal dieses Y-Lock hat, dann einfach ein bisschen programmiertechnisch schöner, dann zieht man das hier also nach vorne. Und dann hat man hier 1 plus 0,05. Also hat man hier jetzt war ich gleich klar, ich hatte sie in den Kopf verwechselt. 1,05. So. Ja, und dann ist es hier ein bisschen weiter drüber. Und dann hat man das wunderbar hier dran. Okay. Damit kann man das jetzt darstellen. Jetzt kann ich hier ein anderes Element nehmen. Silizium zum Beispiel. Oder Thorium. Da hat man sehr viele Linien. Wenn man jetzt da vielleicht mal das ein bisschen aufblähen will, wenn man hier Silizium nimmt. Es kann auch manchmal passieren, dass man hier vielleicht nur 5 stehen hat oder so. Oder man möchte hier vorne was genauer angucken, dann schreibe ich hier mal 2 hin. Oder 1. Ich kriege es gleich hin. So, wenn ich hier 1 hinschreibe, dann wird trotzdem das hier geplottet. Und um zu unterdrücken, dass das geplottet wird, müsste man jetzt hier noch weitere Bedingungen einfügen, dass nur die Elemente ausgewählt werden, die innerhalb dieses Intervalls von xmin und xmax liegen. Das kann man hier hinten ganz einfach anfügen. Und das soll jetzt die Aufgabe sein, erstens das noch zu machen und zweitens, dass man hier noch einen zweiten Plot direkt drauflegt, sodass eine zweite Linie hier zu sehen ist. Und dass man dann in diesem Programm schauen kann, wie sich zwei Elemente möglicherweise überlagern. Ich zeige mal, wie das Ergebnis aussehen soll. Das sehe dann aus wie folgt. Also hier sind jetzt die Linien. Hier kann ich mir jetzt irgendwelche Elemente aussuchen. Zum Beispiel, ich schaue mal, ob Aluminium eine Überlagerung hat. Hier ist ein Aluminium in Orange. Das kann man auch noch dazu machen. Das ist dann kein Label mehr, das ist einfach ein Text. Ob das eine Überlagerung hat mit von mir aus Barium. Ist nicht der Fall. Vielleicht soll ich mal Xmin ein bisschen runtersetzen. Also man kann dann auch hier so diese Regler reinmachen. Und dann kann man wunderbar nachschauen. Aha, hier ist
Barium, Aluminium ist wahrscheinlich ganz da vorne und hier ganz hier vorne ist Aluminium. Kann man das Ganze hier mal ein bisschen weiter runtersetzen, damit man schauen kann, ob sich hier eventuell eine Überlagerung irgendwo ergibt. Und ich würde mal sagen, nein, das ist nicht der Fall. Oder ich schaue mal nach Calcium und Phosphor. Ja, ich habe jetzt hier zu lang rumgemacht. Das dauert immer eine Weile, bis das dann hinterherkommt. Dann Phosphor und Calcium, das scheint auch ganz wunderbar zu gehen. Oder eine Überlagerung, die es oftmals gibt, ist Titan Vanadium. Ich schaue da noch einmal kurz und dann soll es auch gut sein, wie das hier aussieht. Und dann kann man sehen, hier vorne, da gibt es dann schon ein bisschen eine Überlagerung beispielsweise. Hier sieht es wieder ganz gut aus. Also, so kann man es dann wunderbar nachgucken, ob es hier Überlagerung gibt in einer visuellen Art und Weise.